Fingerheben, wenn es losgeht. Ja, hallo, wir sind hier zur zweiten Folge von SEO Day TV, heute wieder mit einem Speaker, und zwar dem Sören. Und wir wollen ihn mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, wir wollen mal seine Ideen, seine Erleben, was er erlebt hat die letzten Tage hier mit dem ganzen Update und allem drum und dran. Aber als erstes, Sören, stell dich doch mal vor. Ja, hi, ich bin Sören, der Geschäftsführer von SEOlytics. Das weiß ich, genau. Ja. Was machst du? Also was ist so deine Aufgabe in dem Unternehmen? Du, also ich bin der Geschäftsführer und wir haben da so eine kleine SEO-Software, mit der wir natürlich diese minimalen Updates, die so passieren, beobachten können und unsere Kunden natürlich dann so ein Controlling und Monitoring. Da sprichst du ja direkt ein gutes Thema an. Die letzten zwei Tage ist ja viel passiert. Malte und ich haben eben auch über das Thema gesprochen. Wie siehst du das denn? Habt ihr noch mehr Daten als alle anderen da draußen, mehr Daten als veröffentlicht werden? Ist da momentan wirklich so viel im Gange oder ist wieder nur heiße Luft? Nein, es ist natürlich einiges im Gange. Also Matt Cutts selber hat ja gesagt, es ist noch nicht mal ein Update gewesen, sondern eigentlich zwei verschiedene Updates gewesen. Bei uns ist es natürlich so, dass unsere Kunden, dadurch, dass sie tagesaktuelle Daten haben, egal ob es jetzt im Monitoring ist oder die eigenen SEO-Branchen-Indizes, die wir den Kunden anbieten, dass sie natürlich da ganz genau wissen, was passiert mit ihren Websites. Und insofern ist schon wichtig, dass man ein gutes Monitoring und Controlling hat. Das auf jeden Fall, aber was kann man denn tun? Oder habt ihr schon irgendwelche Erkenntnisse, welche Seiten dann draußen jetzt ohne Namen zu nennen? Ich meine, wir haben ja heute alle von Zalando gelesen, ja, es ging jetzt über die Blogs, ist kein Geheimnis mehr. Aber habt ihr schon irgendwie einen Trend, welche Seiten halten sich und welche kacken ab? Also wir haben natürlich auch so ein paar Screenshots von zum Beispiel DVRs auf Twitter gepostet. Teilweise haben wir natürlich die Domains dann weggelassen. Es sind schon diverse Affiliate-Websites, die entsprechend abgestürzt sind. Allerdings der Großteil sagt, jawohl, hat es zu Recht getroffen, war jetzt vielleicht dann doch nicht so sauber und auch nicht inhaltlich entsprechend so gut aufgesetzt. Muss man natürlich von Einzelfall zu Einzelfall gucken. So einen allgemeinen Trend muss man erstmal beobachten, glaube ich, über die kommende Woche, was sich da so niederschlägt. Also spannend wäre ja zum Beispiel die ganzen Leute, die jetzt hier Hard Links gekauft haben. Hat es die erwischt? Oder sind die da gut dabei? Kannst du irgendwas dazu sagen oder ist dir das zu heiß? Naja, du weißt ja, Link ist nicht gleich Link und Content ist nicht gleich Content. Also insofern muss man das natürlich vom Einzelfall zu Einzelfall unterscheiden. Aber natürlich klar, wenn du jetzt, sag ich mal, 80% der Backlink-Infrastruktur auf Hardcore, Keyword-Links hast, dann ist vielleicht nicht ganz so natürlich, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber was ist denn mit den gekauften Links aus Netzen? Könnt ihr da schon irgendwas mehr? Wir kennen ja alle die Netze. Also jeder, der sich in der Szene bewegt, der kennt ja gewisse Netze, ohne jetzt Namen zu nennen. Habt ihr denn da mal spezielle Analysen gemacht? Was ist denn mit denen, die spezielle Netze eingekauft haben? Gibt's da schon? Kann man hier schon was rauskitzeln bei dir hier? Ja, also du kannst natürlich jetzt nicht ein Netz über den Kamm des anderen scheren. Da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Kann man so jetzt allgemein nicht sagen. Aber natürlich, klar, lohnt es sich auf jeden Fall, da genauer hinzugucken. Also das Spannende ist halt, wenn ihr das könnt, wenn ihr das analysieren kann, dann kann es Google schon. Schon lange, natürlich, klar. Aber deswegen ist es natürlich so, ich gebe dir ein Beispiel aus Schweden, wo ich gerade mit Kunden gesprochen habe, die sagen, naja, dass zum Beispiel SEOlytics auf dem schwedischen Markt gekommen ist, hat dazu geführt, dass sie eigentlich sauberer arbeiten müssen, weil sie wissen, wie einfach es ist, das zu analysieren, was quasi die Agenturen und die Partner tun. Und da sollte man natürlich schon versuchen, sauber zu arbeiten. Ist das wirklich so, dass es andere Länder gibt, die wirklich so krass hinterherhinken? Also was ist denn so das langsamste Land aus deiner Erfahrung? So, ich meine, so Italien und Spanien sind nicht so schnell, aber was ist denn hier so mit Afrika und sowas? Ich meine, die suchen ja auch im Internet. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen? Was sind für euch die Markets, die ihr angehen wollt? Also die langsamsten Länder kann ich dir nicht nennen, aber es gibt natürlich Märkte, die 2-3 Jahre hinterherhinken im Endeffekt. Und da ist schon so, dass da noch Dinge funktionieren, die zum Beispiel in den USA oder Deutschland nicht mehr funktionieren würden. Also ich meine, es gibt ja Google-Vertreter, die selber gesagt haben, der deutsche Index ist sozusagen der am meist regulierte Index der Welt. Das bedeutet eigentlich ja schon, dass, sag ich mal, die deutschen SEOs ziemlich stark auf die USA aufgeschlossen haben. Das ist schon ein Riesenproblem hier. SEO macht ja gar nicht mehr richtig Spaß. Aber Spaß macht schon. Genau. Aber was ich noch fragen wollte, du sprichst doch auch auf dem SEO Day. Ja, genau. Worüber wirst du sprechen? Oder magst du dich jetzt noch nicht wirklich festlegen, weil es gibt ja noch viel Zeit bis dahin und kann noch viele Google-Updates kommen. Worüber wirst du sprechen? Mach die Leute doch mal ein bisschen heiß, zu dir in den Vortrag zu kommen. Ja, also ist natürlich noch viel Zeit. Das heißt, wir warten das ein oder andere Update noch ab. Und dann werde ich mich definitiv entscheiden, aber klar, wir versuchen natürlich wieder brandaktuelle Daten, so wie man das vom SEO Day gewohnt ist, ja, topaktuell am Puls der Zeit. Ja. Super gut.
Wir sehen auch einen Speaker, der sich nicht wirklich festlegen will heute, was er spricht. Und das ist, glaube ich, auch genau eben das Spannende, dass man es jetzt noch nicht sagen kann, dass man halt noch warten muss. Ja, man muss warten, was passiert. Sören, ich danke dir. Und jetzt gehen wir ein Bierchen trinken. Machen wir. Danke. Tschüss. Tschüss.